Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Buchstaben G. Heute geht es um eines meiner Lieblingspflänzchen und heute habe ich auch noch einen Bonus für euch, nämlich ein Stück Videomaterial, wo mein Kräutermentor, der liebe Matthias, etwas zu dieser Pflanze sagt und das gibt's heute als Bonus an den Podcast noch hinten dran. Heute geht es um die Gundelrebe, auch Gundermann genannt. Beim Wolf-Dieter Stohl habe ich gelesen, dass die Gundelrebe bei den Kelten und den Germanen als heilig galt. In alten Zeiten wurde aus der Gundelrebe Kränze geflochten und zu speziellen Festen und Feiertagen wurden diese als Kränze dann getragen, zum Beispiel zum Sonnenwendfeuer, um die Sinne zu erweitern oder auch zur Walpurgisnacht, um Hexen erkennen zu können. Die Gundelrebe hat einen vierkantigen Stängel und ganz feine blau-violette Lippenblüten. Sie gehört wie viele andere bekannte Aromapflanzen zu den Lippenblütlern, ähnlich auch wie die Minze, das Bohnenkraut oder auch der Thymian. Die Gundelrebe ist sehr vitaminreich, sie wurde früher auch gegen Skorbut ja gegessen und gerade im Frühjahr ist sie wunderbar geeignet, um mit in die Kräutersuppe oder in Salate oder als Gemüse wie Spinat zubereitet zu werden, ja in der Küche einen Platz zu finden. Die Gundelrebe ist nicht nur eine tolle Bienenweide, sondern sie kann auch wunderbar als Würzkraut in der Küche dienen und sie hat natürlich auch starke Heilkräfte. Die Gundelrebe ist als Würzkraut sehr beliebt, weil sie ein tolles Aroma hat und ätherische Öle beinhaltet. Einige davon sind fettlöslich, deswegen eignen die sich auch richtig gut, zum Beispiel für eine Kräuterbutter oder auch die Blätter und Blüten einfach mit in den Salat geben mit einem guten Öl oder auch einfach auf andere Speisen als Deko und Würzkraut. Die Gundelrebe wirkt für uns im Besonderen entgiftend. Sie wirkt aber auch anregend auf den Stoffwechsel und gibt neue Lebenskraft. Sie wirkt auch verdauungsfördernd und kann Herz und Leber stärken. Hildegard von Bingen hat die Gundelrebe angepriesen als eine große Heilerin. Sie hat empfohlen, die Gundelrebe als Tee zuzubereiten oder sie auch in heißer Milch ziehen zu lassen, da dieses Fett in der Milch ja die Inhaltsstoffe noch besser lösen kann, die auch für die Heilwirkung verantwortlich sind. Die Gundelrebe ist ein hervorragendes Heilmittel, besonders bei Bronchitis, Schnupfen, bei Rachen- und Lungenentzündung, auch bei asthmatischen Hustenanfällen, weil sie einfach richtig gut schleimlösend wirkt. Auch bei Gallenbeschwerden und Leberleiden kann sie sehr gut helfen durch ihre entgiftende Wirkung. Bei Durchfall und Magenerkrankungen ist die Gundelrebe auch eine gute Idee. Die Kräuterfrauen haben die Gundelrebe auch benutzt als Badezusatz bei Hauterkrankungen. Der Vorteil an der Gundelrebe ist, dass sie fast das ganze Jahr zu finden ist. Also wenn man weiß, wo sie steht, kann man selbst im Winter die Schneedecke beiseite räumen und sich frische Blätter von der Gundelrebe holen. Am besten sollte man die Gundelrebe aber ernten und kann sie auch trocknen als ja, Würz- und Heilkraut, wenn sie in der Blüte steht. Denn da ja, sind die besten Inhaltsstoffe und die meisten Kräfte in der Pflanze erhalten, die wir uns dann holen können. Man kann die Gundelrebe auch richtig gut in so ein Vitalwasser mit reintun. Wenn man jetzt keinen Tee aufkochen will, dann setzt man einfach abends eine Karaffe mit Wasser an, tut ein paar gute Kräuter rein, vielleicht noch Spitzwegerich dazu und was sonst gerade noch auf der Wiese steht, lässt das über Nacht kalt ziehen und kann dann über den nächsten Tag verteilt, ja, dieses Vitalwasser als Kaltauszug quasi, ja, genießen. Die Gundelrebe ist so ein schönes, zierliches, kleines Pflänzchen. Bei mir breitet sie sich zum Glück so langsam aus, dafür habe ich gesorgt. Und ich hoffe, dass sie auch mit ihrer, ja, mit ihren Reben schön noch ein paar graue Betonteile zuwuchert und dann alles ein wunderschönes Grün wird. Denn die Gundelrebe, finde ich, hat schon eine spezielle Farbe an Grün nochmal, auch eine sehr gut wiedererkennbare Blattform. Wenn man einmal die Gundelrebe gezeigt bekam und ihr Aroma gespürt hat, dann wird man sie jederzeit wiedererkennen. An dieser Stelle möchte ich euch gerne einen Videoausschnitt einblenden. Da waren wir mit Matthias Brendel, unserem Kräutermentor, unterwegs hier bei uns in Berger. Und da gibt's auch einen Beitrag zur Gundelrebe, auch noch mit Rezeptvorschlägen. Und ihr hört da auch gleich nochmal eine andere Stimme. Ich habe meinen Part natürlich selber recherchiert und jetzt können wir mal reinschauen, was Matthias vor einem Jahr zur Gundelrebe zu sagen hatte. Hier steht die Gundelrebe. Die Gundelrebe bzw. Gundermann, ich persönlich mag das Wort Gundelrebe lieber, weil es ist, ja, spricht mich persönlich mehr an, die Gundelrebe. Ist auch so eine Pflanzenverbündete von mir, also wenn man länger mit Pflanzen arbeitet, hat man Pflanzen, die einen besonders ansprechen, die gesundheitlich einen irgendwo manchmal auch geholfen, gerettet haben, wie auch immer.
Die Gundelrebe ist ein sehr würziges Kräutlein, gehört zur Familie der Minzen, riecht aber nicht wie eine Minze, sondern ist ein sehr gutes, wie sagt man, intensiv riechendes Pflänzchen. Ich trockne mir die auch für den Winter als Würzkraut in der Küche, oh ja, sehr gut anzuwenden. Interessant ist bei der Gundelrebe, als Tee getrunken, die kann man sich auch ein paar Blättchen mal mit in den Salat reinmachen. Schmeckt auch sehr gut. Aber der Hauptwirkstoff der Gundelrebe entgiftet im Körper. Also der bindet Schwermetalle und die scheidet man dann wieder mit aus. Und ich denke mal, ist gerade in der heutigen Zeit ein interessantes Thema, ja, ein bisschen an seiner Gesundheit interessiert ist. Er hat auch wie die Minzarten so einen viereckigen, genau, er hat einen vierkantigen Stängel, typisch für die Minzgewächse. Das duftet so genial, das Kraut. So, jetzt gucke ich noch mal in mein schlaues Buch. Jetzt habe ich meine Gundelrebe verloren. Nimmst du meine. Ist auch, fällt mir gerade noch so ein, es ist eine sehr gute Herzpflanze. Ansonsten... Hast du auch ein schönes Herz hier reingemalt? Genau, da habe ich Herzen reingemalt, weil ich habe nämlich ein bisschen da Probleme und da muss man ein bisschen was dafür tun. Meine Notiz auch sehr interessant für oder als Brotbelag. Man nimmt das Pflänzchen, zerhackt und kann sich das auf Butterbrot streuen, schmeckt sehr gut. Am besten noch ein bisschen zusammen mit Schnittlauch, mit Geißfuß, mit Gürsch. Das sind immer die vielen Begriffe, die man hat für die einzelnen Pflanzen. Ein bisschen mit Zwiebel und Petersilie, ein paar Gänseblümchen noch mit rein, vermischt als wirklich als Aufstrich fürs Butterbrot. Man kann auch noch ein bisschen Thymian und Porridge mit drauf machen und schmeckt es noch besser. Oh, da kriege ich Hunger. So, weiter könnte man jetzt machen mit einer Kräutersuppe, frischen Gundermann, frische Brennnesseltriebe, bisschen Melde, Kirsch, Staubnesseln, also alles, was so auf den Wiesen wächst, auch Gänseblümchen und Wegerich, den wir vorhin schon mal hatten, kann man alles damit reinmachen. Zwiebel wird angebraten, ein bisschen Butterschmalz, wenn man möchte, oder ein anderes Fett oder Öl geht auch. Und dann eventuell ein bisschen Fleischbrühe. Das Ganze dann nach Belieben noch gewürzt. Man kann auch noch ein bisschen Sojasauce mit reinmachen. Ist eine ganz leckere Angelegenheit. Sollte man mal probieren. Sehr gut. Klingt gut. Die Blätter sehen so aus, ne? Also hier, wie heißt denn hier, der Grundkresse, ja, sowas, ja. Das gehört mir dazu. Okay. So, was mir noch dazu eingefallen ist, als Heilpflanze, das ist nämlich sehr interessant, es wirkt schleimlösend, die Gundelrebe, und bei verschiedenen Lungenkrankheiten, bei Bronchitis, Schnupfen auch sehr gut einzusetzen, da dann als Teeaufguss gemacht. Die wächst ja auch so wie eine Rebe manchmal, also genau. Die klettert ja also so lang. Die eine Gundelrebe, wenn die ihren Platz hat und der gefällt es dann nicht mehr, die macht dann lange Ausläufer und ich sage jetzt mal, springt quasi weiter und sucht sich den nächsten schöneren Platz. Ist interessant, auch im Garten, da wächst sie bei mir und die hüpft dann immer mal ein Stück weiter und lässt sich wieder nieder und das darf es auch. Ja, wir haben jetzt auch welche verpflanzt, mal gespannt, was die macht. Hier drüben haben wir schon das nächste Kraut gefunden. So, ihr Lieben, die Gundelrebe. Wieder so ein Pflänzchen, wo sich noch in Universen auftun, wo man viele Themen nochmal vertiefen könnte. Aber an dieser Stelle lassen wir es erstmal so stehen und ich hoffe, ihr freut euch auf morgen. Dann kommt das Haar. Bis dahin, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss!